kritisiert mir denn nicht so viel. Das ist ein guter Mann. Ja, willkommen zurück zu Bundesliga. Bevor wir auf eure Reddit-Fragen eingehen, wollen wir noch ganz kurz weiter kurz über das Thema reden. Ich finde, es ist ein ganz schwieriges Thema, diese ganze Geschichte, weil dieses Sommermärchen, und eigentlich ist jeder hier in Deutschland, glaube ich, der Meinung, dass wir einfach dankbar sind. Und wenn man jetzt mal nicht idealistisch argumentiert, sondern realistisch, dann weiß man, egal ob in der Politik oder im Fußball, dass es immer um Gefallen geht. Kein Land der Welt macht irgendwas, kein Militäreinsatz wird einfach nur gemacht, weil man es für richtig hält, sondern weil man auch selber eigene Interessen wahren will. Es ist immer im Hintergrund das, was Realität ist. Und jeder, der aus dem Business kommt, wie du, wie ein Franz Beckenbauer, ein Wolfgang Niersbach, wie jeder Bundesliga-Trainer. Ich bin nicht Wolfgang Niersbach. Nein, ich weiß, aber du siehst aus wie er. Und jeder weiß, dass gewisse Realitäten zum Geschäft gehören. Das andere ist, wenn es an die Öffentlichkeit kommt und Journalisten, sage ich mal, dann, auch wenn die es wissen, aber irgendwie verpflichtet sind zu sagen, ja, okay, das hat uns aber nicht zu interessieren. Uns interessiert nur, was ist richtig und was ist falsch. Und da treffen dann so zwei Welten aufeinander. Generell, meine Meinung zu dem Thema ist, dass es eigentlich größer gemacht wird, als es ist. Es ist selbst in, also ich meine, es sind zwar 6 Millionen Euro, aber das ist ja bei 6,7 oder 6,9. Ja, aber was sind schon die 900.000 Euro? Nein, aber ernsthaft, im Fußballgeschäft, reden wir jetzt von Peanuts. Es geht um das aber Prinzip der Aufklärung. Das ist das, was ich eben meinte. Dass also ich glaube persönlich, dass Wolfgang Niersbach aus politischen Gründen zurückgetreten, einer derjenigen ist, der am wenigsten mit irgendwelchen Vergehen zu tun hatte. Kenntnis, ja oder nein, eine andere Geschichte. Vergehen, am wenigsten, glaube ich, aber Kenntnis, eine andere Geschichte, nur die Art und Weise der Aufklärung war ganz schwach. Ich bin davon überzeugt, felsenfest davon überzeugt, weil ich Franz Beckenbauer nicht nur als Trainerkollege oder als großartigen Fußballer, sondern eben auch privat kennengelernt habe, dass der Franz alles gemacht hat für den deutschen Fußball. Jetzt reden wir nicht von seinen fußballerischen Leistungen, sondern von seinem Einsatz im internationalen Bereich, in der Darstellung, in der Außendarstellung für den deutschen Fußball, aber auch nichts, um sich selbst zu bereichern. Franz Beckenbauer mit Sicherheit nicht. Glaube ich auch nicht. Aber, jetzt auch da, ja, das ja aber, ja, die Art und Weise der Begleitung dahingehend, dass keine Aufklärung, und die Öffentlichkeit schreit danach, Fußball findet in der Öffentlichkeit statt, dass keine Aufklärung klar und eindeutig vonstatten gegangen ist. Die macht die ganze Sache ein bisschen verwerflich. Aber okay, pass auf. Folgendes. Wir haben dieses System FIFA. Jeder, der irgendwie beteiligt ist, weiß genau, das ist korrupt, das funktioniert über Gefallen, das funktioniert über Geldbeträge, über Geschenke, es funktioniert darüber, dass man sich auch gerade in den vielen kleinen Verbänden, die das gleiche Stimmrecht haben wie England, Brasilien, Deutschland, dass man sich da die Stimmen holen muss. Jeder weiß das. Jeder, der an diesem System teilnimmt und sich für eine WM bewirbt, weiß das. Franz Beckenbauer und alle, die dafür gearbeitet haben, die haben sich, und da stelle ich jetzt mal, nicht persönlich bereichert, haben aber im Interesse und im Auftrag, sag ich mal, des Landes oder der Leute, die sie damit beauftragt haben, alles gegeben. Und dann ist es in diesem System FIFA normal, was da passiert. Aber wenn man es aus diesem System FIFA rausholt, ist es illegal und fragwürdig. Und der Punkt ist doch, illegal wissen, nein, fragwürdig ja. Illegal gut, mit Sicherheit nicht, moralisch fragwürdig ja, aber illegal mit Sicherheit nicht. Okay, ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht vorstellen, dass Franz Beckenbauer und auch der ein oder andere, der da in dieser ganzen Szenerie immer wieder genannt wird, irgendwo was Illegales gemacht hat. Aber was Fragwürdiges, moralisch möglicherweise Anfechtbares, vielleicht, aber nur unter dem Deckmantel der Geschichte, dass du, wenn du auf diesem Klavier mitspielen willst, auch diese Noten so benutzt, sonst kriegst du keine einzige WM. Und die Frage ist doch, eins steht fest, ja, all die, wie es auch immer zustande gekommen ist, ich wiederhole mich da nochmal, ich glaube nicht an illegale Sachen, aber all die, die jetzt den Finger hochheben, haben ein Recht dazu, weil sie nicht richtig aufgeklärt wurden. Aber all die, die sich jetzt auch aufregen, haben allesamt, wir alle zusammen, ein sogenanntes oder auch Fußballmärchen oder ein Sommermärchen dahingehend, nicht vom Sportlichen her, habe ich es zum Beispiel ganz anders gesehen, aber ein Sommermärchen erleben dürfen, begleitet durch ein Traumwetter über die ganze WM, in der Deutschland sein wahres, sein richtiges, sein gutes Gesicht hat. Da kann aber Franz Beckenbauer nichts für das Wetter. Habe ich ja nicht gesagt. Einer der wenigen Dinge. Aber Franz Beckenbauer konnte auch nicht unbedingt dafür, dass die Deutschen sich so positiv nach außen hin verkauft haben. Er konnte aber dafür, dass diese WM die Möglichkeit, die Bühne
da war, um sich so darzustellen. Aber nochmal, lass uns einen Schritt zurückgehen, Peter. Und nochmal ganz kurz nochmal über die Vergabe und das System reden. Ist es naiv zu sagen, wenn man sich für eine WM bewirbt und man merkt, das ist hier, geht nicht mit rechten Dingen zu, man kann gar nicht anders erfolgreich sein, außer, sag ich mal, die moralischen Grenzen sehr zu dehnen. Ist es dann nicht auch eine Option zu sagen, liebes deutsches Volk, wir haben versucht, die WM hierher zu holen. Wir sind dabei auf Widerstände gestoßen, die zu überspringen uns eine Dehnung der Moral abfordert, die wir nicht bereit sind zu geben. Wir würden sie gern hierher holen, aber unter diesen Umständen können wir es nicht machen. Und dann hätte man doch vielleicht schon 15 Jahre früher die Machenschaften der FIFA auch offenlegen können und hätte der Öffentlichkeit die Chance gegeben zu sagen, ja, okay, wir nehmen daran teil oder nee, daran, das boykottieren wir. Weil was mir wirklich fehlt, ist auch eine Einheitlichkeit, dass man zum Beispiel, wenn die europäischen Verbände sagen, wir ziehen uns raus, wir nehmen nicht mehr an der Weltmeisterschaft teil, dann ist die Weltmeisterschaft tot. Richtig. Aber sowas wird ja nicht mal in Erwägung gezogen. Na klar, warum? Weil wirtschaftliche Interessen von ganz anderen Seiten noch dazukommen. Das hat nichts mit Bebauung von irgendwelchen oder mit Neubauten von irgendwelchen Stadien zu tun, nicht alleine, sondern es geht weiter mit Ansprüchen von Nike, von Adidas, von irgendwelchen Großsponsoren für die WM und so weiter. Das ist ein wirtschaftliches Unternehmen in einer Größenordnung, die man sich normalerweise gar nicht vorstellen kann. Von der ganzen Gastronomie, Merchandise, alles kommen so viele Sachen. Das sind Wahnsinnsbetriebe. Wenn man konsequent wäre, wirklich konsequent wäre, ja, dann kommt man wieder zu der alten Form zurück, der WM-Bewerbung. Nur diese alte Form, die kennen wir alle gar nicht. War die denn besser? Die kennen wir alle gar nicht. Denn das, was da gelaufen ist, das ist doch spätestens erst dann in Frage gestellt worden oder rausgekommen, als jeder wunderte, warum kriegt Südafrika unter den Bedingungen, die da in Südafrika vorherrscht, warum kriegen die eine WM? Warum ein Land stürzt sich mehr oder weniger in Steuerschulden ohne Ende, um neue Stadien zu bauen, die ein halbes Jahr nach der WM wieder abgerissen werden. Brasilien auch, im Dschungel steht ein Stadion. Das war danach. Aber ja, da spätestens hätte jeder angefangen zu überlegen. Und so weiter und so weiter. Also es ist irgendwann mal leider damit angefangen. Aber anderes Beispiel, um die Frage nochmal aufzuwerfen, ob es früher überhaupt besser war. Bundesliga-Gründung. Da gab es 18 Vereine, die eine Einladung bekommen haben. Unter anderem Eintracht Braunschweig wurde Werder Bremen vorgezogen. Damals ging es ja auch so ein bisschen um eine geografische Ausgeglichenheit und man konnte jetzt nicht mit dem HSV, Werder Bremen, Eintracht Braunschweig und so weiter 20 Nordvereine rein. Ja, der Schlüssel war erstmal, der jeweilige Regionalliga musstest du gewissermaßen über eine gewisse Zeit die Anzahl von Punkten oder Tabellen. Aber da gibt es ja auch eine Episode, Eintracht Braunschweig ja, oder, ist in die Bundesliga gekommen. Oder Hamburg 07 und Meidericher Spielverein. So, aber das lief ja auch nicht alles, sag ich mal, moralisch einwandfrei. Auch da haben Funktionäre schon an eigenartigen Rädern gedreht. Ja. Aber es war nicht unbedingt mit Bestechung einen Topf zu werfen. War mir sicher nicht richtig. Dass da äußerst subjektive Meinungen teilweise dazu geführt haben, dass der ein oder andere Verein berücksichtigt wurde oder eben auch nicht. Dass auch selbst da schon wirtschaftliche Grundinteressen wichtig waren. Ansonsten wäre die Bundesliga gar nicht entstanden. Um den deutschen Fußball überhaupt konkurrenzfähig, vor allen Dingen Richtung England zu machen, dann über Italien gehen und so weiter. Wir waren ja ganz weit hinten. Von unseren Strukturen her, mit den damaligen Oberligen, die wir da hatten als höchste Spielklasse, waren wir ganz weit hinten. Richtig professionellen Fußball, es waren Semiprofis, wie man sich dann damals nannte, hatten aber keine Möglichkeit, auch im Weltkonzern des großen Fußballs mitzuspielen. 54, das war eine Ausnahme. Aber eine Ausnahme nur deshalb, weil da bis auf die Ungarn, die staatlich geführt wurden, alle anderen Nationen, auch bis auf die Engländer, die nicht so erfolgreich waren, einen Semi-Professionalismus hatten. Deswegen konnten wir da eben noch Weltmeister werden. Aber danach musste sich was ändern. Und das ist geändert worden, wie ich vorhin schon mal sagte, durch den Präsidenten des 1. FC Köln mit sehr, sehr großen wirtschaftlichen Möglichkeiten, die der 1. FC Köln damals hatte. Der erste Verein, der ein großes Club-eigenes Gelände hatte zum Beispiel, um das Geisburgheim herum und so weiter. Und mit diesen wirtschaftlichen Interessen und Durchführbarkeiten hat der 1. FC Köln diese Bundesliga durch Franz Krämer ins Leben gerufen. Und erst mit der Bundesliga ist der deutsche Fußball international auf allen Ebenen konkurrenzfähig geworden. Da würde ich gerne mal das Thema einhaken, mit dem Thema einhaken, was du auch schon vorhin angesprochen hast, dass man vor der Saison schon weiß, Bayern und der halbe Verein war wahrscheinlich Dortmund oder Wolfsburg, haben die Chance.
Wie siehst du das? Bruchhagen zum Beispiel hat es ja auch immer gebetsmühlenartig wiederholt, dass diese Schere auseinandergeht, weil die reichen Vereine, die Champions League-Vereine werden immer reicher, weil solche horrenden Summen ausgeschüttet werden in der Champions League, dass sie sich am Spielermarkt so bedienen können, der ihnen wiederum die Champions League-Plätze sichert, wodurch sie wieder mehr Geld kriegen. Und die Vereine, die es nicht in die Champions League schaffen, nähern sich immer mehr an. Selbst die Euroleague ist verhältnismäßig bescheiden ausgestattet finanziell, verglichen mit der Champions League. Das heißt, selbst wenn du einmal heute Euroleague spielst, heißt das im Prinzip noch gar nichts. Du kannst nicht den Etat so weit hochschrauben, dass es dir viele Möglichkeiten gibt. Man sieht es immer wieder, stoßen Vereine mal vielleicht Ausstecher, vielleicht dieses Mal Hertha, letzte Saison war es Augsburg, dann war es mal die Eintracht. Ich habe es auch mit Bochum erlebt. Genau, du mit Bochum. Mhm. Also es gibt immer mal diese Ausstecher, aber keiner kann sich wirklich langfristig da halten. Wie siehst du da die Entwicklung auch dahingehend, dass es immer langweiliger wird, dass keiner mehr sagt, ich will Meister werden, weil ich es ist ja immer noch ein sportlicher Wettbewerb. Ich gehe davon aus, ich uminterpretiere die ganze Angelegenheit dahingehend, dass ich schon des Öfteren dadurch auch ordentlich auf die Fresse gekriegt, gesagt habe, mit Saarbrücken aufgestiegen, mit Bochum aufgestiegen, damals gut mit Schalke 04, da waren wir im Begriff aufzusteigen, aber da durfte ich ja nachher nicht mehr mitmachen. Aber ich habe gesagt, direkt nach dem Aufstieg, ihr Ziel. Das ist die dümmste Frage, die ich haben kann. Logischerweise als Aufsteiger kann ich nur ein Ziel haben, eigentlich. Ja? Und zwar das, ich möchte die Liga erhalten. Aber als Fußballer, als Trainer, will ich jedes Spiel gewinnen. Und wenn ich jedes Spiel gewinne, werde ich deutscher Meister. Und wenn ich in einer Liga mit Bayern München spiele, dann möchte ich das gleiche Ziel auch formulieren können. Weiß allerdings, dass es gar nicht kann. Solange ein Verein, und das ist ihnen nicht geschenkt worden, sondern hat sich was entwickelt bei Bayern München. Der Vergleich Bayern München 60 München ist eigentlich der beste, den man überhaupt diesbezüglich mal ranführen kann. Die Schere ist in Bezug auf Bayern München so weit rausgeschwappt, aufgrund von überragenden Leistungen und der Dazugehörigkeit, resultierend aus den überragenden Leistungen, fortwährend in der Champions League oder auf höchstem internationalen Niveau, dass Bayern München eigentlich nicht mehr einzuholen ist. In den nächsten Jahren ist die Meisterschaft eigentlich schon vergeben. Jetzt kommen Vereine, Aktiengesellschaften wie Borussia Dortmund dahinter, dann die sogenannten oder auch Werksclubs oder sind eben Werksclubs mit VfL Wolfsburg, Wolfsburg und Bayer Leverkusen. Leipzig wird irgendwann auch, das kann man nicht aufhalten, in der ersten Liga auftauchen. Das werden dann die Vereine sein, die hinter Bayern München herlaufen. Diesen Vorsprung kann man normalerweise, auch viel, viel Know-how dazu gehört, nicht aufholen. Aber diese Vereine werden dann den zweiten, dritten, vierten Champions League-Platz ausspielen. Und dann kommt der Punkt, in der für mich persönlich die ganze Liga sich verwässert darstellt. Deshalb, weil der Meister steht fest. Und wenn sich die normale Entwicklung weiter und die Schere weiterhin so auseinanderdriftet wie im Augenblick, werden die nächsten vier Plätze auch klar sein. Das heißt, und vor allen Dingen können Vereine klar sein, die wahrscheinlich nicht mal eine besonders große Fanbase haben. Dortmund ausgenommen, Schalke ausgenommen, klar. Die Qualität des Vereines hat ja nicht unbedingt was damit zu tun, wie groß die Fanbase ist. Das ist schön, das ist eine wunderbare Parteienerscheinung. Und das bewegt ja auch Massen, gar keine Frage. Aber die Fans sind erhöht Einschaltquoten, auch klar, je größer meine Fangemeinschaft ist, aber da kommt das Geld her, letztendlich, von den Zuschauern. Ja, natürlich, aber nicht mehr im Verhältnis. Das große Geld wird verdient nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League. Ja, aber dieses Champions League selber ist ja schon eigentlich vom Begriff her, vom Terminus technicus her, falsch, der größte Schwachsinn aller Zeiten. Das wahre Ausspiel eines Europa-Champions, nennen wir es mal so, das war der damalige Europapokal der Landesmeister, in dem nur alle Landesmeister teilnehmen konnten, in der auch durchaus mal vorgekommen ist, dass in der ersten Runde Bayern München gegen AC Milan von mir aus gespielt hat. So ein richtiges Turnier im Prinzip. Es war ein richtiges Ding, ja genau. Alle waren beteiligt und jeder konnte gegen jeden in der ersten Runde kommen und konnte sich dann eben durchsetzen, wenn er die Qualität hat und das Glück hatte. Ja, jetzt, war bis Ende jetzt der 80er, aber, Anfang jetzt, der 90er so. Jetzt ist aber die Möglichkeit gegeben, das muss man sich mal vorstellen, von daher eine reine Geldbeschaffungsmaßnahme, dass der Tabellenvierte irgendeines Landes, ja, zum Beispiel unser Tabellenvierter kann Europameister werden, der Vereinsmannschaften. Das ist wohl ein Unding, ein absolutes Unding. So, und wenn ich das auf die Liga beziehe, weiß ich doch, dass ich mich in der Liga selber mit den Geldern nicht bekomme, ausklammer. Zum Positiven für die Vereine, die damit zu tun haben, die Gelder sich erspielen, erwirtschaftlich erarbeitet haben, aber zum Nachteil aller anderen Vereine, denn die können da oben gar nicht mehr drankommen. Im Augenblick sieht es für mich persönlich so aus, der Kampf um die Plätze der Champions League ist noch relativ interessant, weil es 6 Mannschaften sind, die um diese Champions-League-Plätze mitspielen können. Um die Qualifikation. Der Meistertitel, also kein Vorwurf an Bayern, die sind die Besten, ist, wenn die keine Fehler machen, und ich glaube nicht, dass sie Fehler machen, in den nächsten Jahren für Bayern München vergeben. Da kann man Vereinsbrillen aufhaben, wie man will. Es ist so. Und jetzt kommt das Traurige in der Gesamtentwicklung.
die Europa League gerade so dargestellt, wenn sie nicht eine Aufstockung erfährt, die wirtschaftlich vonnöten wäre, um die Schere nicht noch größer werden zu lassen, sportlich aber für mich persönlich eine Katastrophe darstellt. Denn was sagt das aus, wenn der Tabellenzehnte irgendwo möglicherweise irgendwann mal neben dem Pokalsieger, der hat ja auch noch die Berechtigung, in der Europa rumläuft. Dann haben wir aber ein Ding, dass alle anderen Mannschaften plötzlich nur noch um den Klassenerhalt spielen. Und das mit Möglichkeiten. Das haben wir ja fast jetzt schon. Ja, jetzt gibt es auch noch ein bisschen Tendenzen. Der eine oder andere Verein ist ja froh, die Eintracht, habe ich gehört, endlich mal wieder europäisch dabei zu sein in der Europa League. Könnte man zufrieden mit sein. Ja, verstehe ich wieder richtig. Aber das kann doch das Ding einer Liga nicht sein. Dann haben wir nämlich irgendwann Verhältnisse, wie zum Beispiel in der Premier League in Scotland. Das, gut, die Rangers kommen wieder zurück. Im nächsten, vielleicht im übernächsten Jahr. Im Augenblick ist es klar, es kann nur Celtic Meister werden. Na klar. Aber die Meisterschaft ist sowas halt uninteressant. Im nächsten Jahr wird es Rangers oder im übernächsten Jahr oder Celtic. Kein anderer kann schaffen. Aber die Analyse ist ja nicht neu. Dann haben wir nachher ein Problem. Genau, die Analyse ist nicht neu. Aber das Problem, daraus entsteht, was macht man? Das Problem, was daraus entsteht, wird neu sein. Man muss ganz schnell diesbezüglich einen anderen Schlüssel finden. Und hat Herbert Bruchhagen und der leider schon verstorbene Präsident Altegör vom VfL Bochum immer wieder federführend mit dem einen oder anderen, der Unterstützung gegeben hat, mit den dazugehörigen Großen gesprochen, dass der Verteilerschlüssel in Bezug auf die Gesamtgelder anders sein muss, sodass noch innerhalb der Bundesliga selber ein Wettbewerb besteht. Dass einige positionelle Vorteile da sind oder im Augenblick wirtschaftliche Vorteile von Bayern München durch den Standort und durch die Vergangenheit da ist. Vollkommen klar. Aber Fernsehgelder, Gesamtinteressenslage, also demzufolge, die sich in den Fernsehgeldern ja dahingehend zurück oder niederschlagen kann, indem die Quoten, je nachdem, wie groß die Fanschaft ist, sich niederschlagen und ausdrücken, die müssen anders verteilt werden. Ansonsten haben wir irgendwo das Problem, dass die Liga bis auf Meisterschaft uninteressant wird. Hat denn und wenn das uninteressant wird, dann gibt es ja die nächsten Kluft auch noch. Die zweite Liga soll ja der Unterbau sein. Die soll eigentlich die erste Liga nach Möglichkeit füttern. Wird aber nicht mehr der Fall sein, weil der Unterschied zwischen erster und zweiter Liga immer größer wird. Mhm. Das heißt, ich muss doch irgendwann, obwohl das Geld gar nicht mehr vorhanden ist, mir aus dem Ausland Spieler verpflichten, um die Gesamtqualität in der Bundesliga gleichzuhalten. Aber das kann nicht sein. Hat ein Verein wie Bayern München überhaupt ein Interesse daran? Das ist die Frage, die sich mir stellt, weil einerseits ist es für sie stocklangweilig und die merken auch, dass ihnen vielleicht sogar auch die Konkurrenz fehlt, die sie dann wiederum brauchen, um auch vielleicht in anderen, in der Champions League oder so, Topleistungen abzurufen. Oder weiß ich nicht, dass einfach, es fehlt die Anspannung oder die Geilheit. Einerseits bräuchten sie sportlich ja auch ein Interesse, dass es ein bisschen mehr Konkurrenz in der Liga gibt. Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Rummenigge ein Problem damit hat, die nächsten 20 Jahre ein Monopol zu haben und gar kein großes Interesse hat. Er sagt es ja auch quasi, die Bundesliga ist mehr oder weniger Standard. Ihn interessiert die Champions League. Das ist doch vollkommen klar. Bayern München hat im Augenblick keine große Konkurrenz. Wenn ich sehe, dass Bayern München imstande ist, in der Champions League Arsenal mit 5 Stück nach Hause zu schicken, den Tabellenzweiten damals Wolfsburg mit 5 nach Hause zu schicken und Borussia Dortmund auch mit 5 nach Hause zu schicken. Bitte? Und den HSV. Über den HSV reden wir nicht, weil er im Augenblick, warum auch immer, nicht zur Spitze gehört. Aber Bayern München schlägt eben auch die Tabellenzweiten mal eben so, um klarzumachen, wie groß der Unterschied zwischen Bayern München in Normalform und allen anderen Mannschaften in der Bundesliga ist. Da hat Kalle Rummenigge im Augenblick noch kein Problem mit. Warum auch? Diese Dominanz macht ja irgendwo auch Spaß und diese Dominanz hat ja nichts mit der Interessenslage sämtlicher Bayern-Fans zu tun. Die kommen, die Stadien sind ausverkauft, das Stadion ist ausverkauft, bei Bayern den Heimspielen sowieso, aber auswärts, bei Auswärtsspielen, Bayern München der absolute Rekordhalter. In den letzten Jahren sämtliche Spiele von Bayern München beim jeweiligen Auswärtsgegner immer ausverkauft. Also da stimmt die Interessenslage noch. Aber die ist ja mehr oder weniger uninteressant. Aber was ist denn, wenn nachher überhaupt kein Wettbewerb mehr stattfindet? Weil alle anderen Mannschaften kein Interesse mehr haben. Ja, aber so ist es doch schon. Ja, so wird es langsam. Also es geht keiner, das ist ja auch das, was Eddie gerade sagt, es geht ja keiner mehr zu Bayern und sagt, wir wollen hier gewinnen. Sondern das ist natürlich der nächste Punkt, was mit den ideologischen Dingen zu tun hat und mit der Vorstellung des Fußballs zu tun hat. Da könnte ich spielen mit welcher Mannschaft auch immer. Ich fahre nirgends hin, um zu verlieren. Und wenn ich da den einen oder anderen Kollegen mir im Vorfeld zu einem Spiel, wofür ich internes Verständnis hätte, aber extern niemals, höre, ja, da werde ich rotieren lassen, obwohl Grund für Rotation überhaupt nicht gegeben, weil wir da sowieso nicht gewinnen können. Was ist das für eine Einstellung? Nee, ich versuche die Bayern zu schlagen. Ich weiß ganz genau, wenn ich 34 Mal gegen die Bayern spiele, ich spiele aber nur 2 Mal im Jahr gegen die Bayern. Wenn ich 34 Mal gegen die Bayern spiele, kann ich vielleicht 2 Mal gewinnen. Das ist einmal mein Heimspiel und einmal das Auswärtsspiel. Vielleicht.
Da wahrscheinlich muss aber ich muss versuchen. Ja, und es muss aber auch ein bisschen Glück spielen, dass natürlich die Bayern vielleicht in der Champions League gerade zwischen den beiden Achtelfinalspielen sind oder so. Es müssen mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Ein paar Verletzte haben oder was. Ja, aber ich muss es doch versuchen. Aber, wenn ich mich hinstelle mit 11 Mann hinter den Ball komme, was ja möglicherweise, je nachdem, wie ich es positioniere. Ja, ja, und dann, aber das wird doch auch keiner sehen. Der Rekord war, glaube ich, im letzten oder vorletzten Jahr, da spielte Werder Bremen. Werder Bremen in ich glaube, das war das letzte Spiel von Robin Dutt, spielte bei Bayern München und seit der Erfassung sämtlicher Daten erstmalig, also seit 93 erstmalig, hat Werder Bremen bei diesem Auswärtsspiel, glaube ich, eine ganze Menge kassiert. Wollen wir über die Tore nicht reden, in den Wunden nicht großartig umwühlen. Du als HSV, ja. Okay. Aber sie haben nicht ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Ja, da wird mir schwindelig. Also wenn ich mir das vorstelle, da kann ich noch so schlecht sein. Ich muss doch zumindest den Versuch. Die Eintracht hatte diverse Großchancen gegen Bayern. Ja, das stimmt. Die hatten zumindest aber Chancen, ja. Was lachst du denn da so, Ralf? Die Eintracht hat in dem Spiel, hat Armin Fee großartig gemacht. In diesem Spiel gegen Bayern München hat Armin Fee genau die Fertigkeit und Fähigkeiten seiner Mannschaft dazu genutzt, nicht zu verlieren, sondern dazu genutzt, um die wenigen Möglichkeiten, die ich mir dann erarbeite, reinzumachen, um dieses Spiel zu gewinnen. Armin Fee ist nicht in das Spiel gegangen und wollte Schadensbegrenzung machen. Das ist nicht der Fall gewesen. Aber ich meine, du sagst, er hat natürlich eine Ordnung gewählt, nicht unbedingt ein System, aber eine taktische Ausrichtung, die vielleicht für den Außenstehenden ein bisschen befremdlich vorkommt und sagt, ja, ist doch klar, gegen Bayern München wieder die Kiste nicht voll. Aber du sie haben Möglichkeiten gehabt. Auf jeden Fall. Peter, es ist jetzt ja auch nicht Ziel, dass alle Mannschaften so spielen wie Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Weil das ist Handball, wo es nur auf ein Tor geht. Frankfurt hatte Chancen, ich weiß. Aber ja, Frankfurt stand auch sehr viele Phasen im Spiel mit 11 Mann am 16er. Und das ist doch, man kann doch nicht zugucken und sagen, ja, Underdog, komm, ah, der geht wieder nicht rein. Ich habe in der Kreisklasse früher immer so gespielt. Wir haben tatsächlich auch immer so gespielt. Das war ein Spaß für uns, ja. Aber das will man doch in der Bundesliga nicht sehen. Du musst grundsätzlich in der Bundesliga, egal gegen wen, auch gegen Bayern München, mit deiner Mannschaft so spielen, wie deine Mannschaft normalerweise die beste Möglichkeit hat, ein Spiel zu gewinnen. Ich darf niemals, egal gegen wen ich spiele, auftreten und sagen, wie kann ich denn eine Niederlage verhindern? Dann habe ich schon die Niederlage im Prinzip gleich in der Tasche, weil ich im Vorfeld dieses Spiels schon Alibis geschafft habe, die im Nachhinein möglicherweise eine Erklärung und Entschuldigung für nachher nicht erbrachte Leistung sind. Das geht nicht. Ich weiß natürlich, wie groß meine Chancen gegen Bayern München sind. Sie sind fast bei jedem Verein in der Bundesliga, und ich sage im Augenblick, bei jedem Verein in der Bundesliga auf die Liga bezogen, nicht auf ein Spiel bezogen. Tendieren sie fast gegen Null. Aber fast gegen Null ist noch nicht Null, also kann ich es zumindest punktuell in dem einen Spiel mal versuchen. Also aber wenn ich es nicht versuche, habe ich keine Chance. Ich kenne nur einen Verein in der Bundesliga, der bislang einen Punkt geholt hat gegen die Bayern. Das ist mehr als Dortmund, das ist mehr als Wolfsburg, das ist die Eintracht. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Reddit-Fragen, weil die Zeit, wir könnten noch stundenlang über andere Themen reden. Wirklich wahr. Aber Tobi, schön du hast jetzt die Frage. Fühl mich schön abgewürgt. Ja, muss sein, okay. Weil die Zeit tickt und wir wollen gleich noch mit dir den Bundesligaspieltag tippen, aber jetzt wollen wir erstmal noch ein paar Fragen aus dem Forum hören. Tobi, genau. Schieß los. Ich habe ja das Reddit offen. Und ich fange einfach mal ganz oben an. Ratzeputze findet es ziemlich ungewöhnlich, dass ein aktiver Trainer, also damals VfL Bochum, an Formaten wie dem Fan-Talk auf Sport 1 teilnimmt. Und seine Frage ist jetzt, gab es da mal Reaktionen, vielleicht sogar negative der Trainerkollegen? Man muss ja differenzierter sehen. Ich habe am Fan-Talk teilgenommen bei Sport 1, aber unter der Prämisse, der VfL Bochum war finanziell nicht so großartig aufgestellt und hat mich verpflichtet in einer Situation, in der ich mit Sport 1 einen Vertrag hatte. Ich war also mehr oder weniger dazu verpflichtet, diese Sendung zu machen und habe auch nachgefragt, wohlgemerkt, ob ich diese Fan-Talk weiter nachkommen dürfe. Diese Erlaubnis habe ich von Seiten des VfL Bochum durch Herrn Philis, den Aufsichtsrat, erhalten. Von da habe ich es weitergemacht. Aber weitergemacht habe ich es deshalb nur, weil im Fan-Talk, der genaue Betrachter weiß es, der VfL Bochum war damals in der zweiten Liga und im Fan-Talk wurde nicht einmal über die zweite Liga gesprochen, sondern nur über die erste Liga. Und wer da den Fan-Talk auch richtig verfolgt hat, der weiß, dass ich zu vielen, vielen Dingen, zu denen ich gefragt wurde, was gesagt habe, aber niemals zu irgendeinem Trainer was gesagt habe. Weder positiv noch negativ. Und von daher, bei all den Trainertagungen, die wir gemacht haben, gemeinschaftlich gemacht haben, ist nicht ein einziges Mal irgendwo auch nur ein Hauch von Negativem aufgekommen. Gut. Ich mache mal weiter hier. Ja, bitte, mach weiter. Nächste Frage von Taktik Fuchs 123.
Es gibt ja so Formate, zum Beispiel beim Sport 1, wie der Spieltagsanalyse mhm. und gibt ja auch so Seiten wie Spielverlagerung.de zum Beispiel. Wow, von der habe ich schon mal gehört. Ja. Die ist sehr gut. Das ist eine ganz, ganz tolle Seite. Mhm. Nein, was halten Sie denn so von Taktikanalysen? Ist das Ihnen zu viel oder denken Sie, ist das eine Bereicherung? Differenzierte Antwort. Richtig vorgetragen, halte ich das für gut. So vorgetragen, dass jeder, der Fußballfan ist, dem folgen kann, auch gut. Aber wenn irgendwelche Dinge verwissenschaftlich werden, die mit dem wirklichen Fußball nichts zu tun haben, finde ich es schlecht. Zum Beispiel, wenn zum Beispiel bei der einen oder anderen Sendung, die ich jetzt nicht unbedingt explizit nochmal so ansprechen möchte, schon verwechselt wird, was Taktik und System ist, dann halte ich es für schlecht. Denn das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. System und Taktik sind zweierlei grundverschiedene Dinge. Was ist denn der Unterschied? Die Frage kommt jetzt gerade vom Fachlichen her, aber ich sehe das so mal als humoristische Beilage. Also, ich spiele ein System. System gibt es so eine Definition für. System ist eigentlich, ist nachvollziehbar, die Anordnung meiner Spieler. Meiner Spieler unter Berücksichtigung deren Fähigkeiten. Oftmals auch in Anlehnung auf die Fähigkeiten des jeweiligen Gegners. Ja, mhm. Klar. Wie positioniere ich diese Spieler? Ja? Spiele ich zum Beispiel mit drei Stürmern? Spiele ich mit drei Mittelfeldspielern? Spiele ich mit vier Abwehrspielern? 4-3-3 wäre es dann zum Beispiel. Wir kennen die ganzen Systeme, wie sie dargestellt werden und, und. Oftmals wird schon ein Fehler gemacht, auch in Fachsendungen. Es wird der Torwart mit zum System genommen. Mit diesem, beim 4-3-3, wenn ich durchrechne, 4 plus 3 plus 3 macht 10. Wenn ich den Torwart mit dazu nehme, habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Der Torwart gehört nicht mit zum System. Die meisten Torhüter spielen defensiv. Die meisten stehen sogar im Tor. Ja? Aber also, ändert neuer das also das gerade? Verhalten, das Verhalten des Torhüters, jetzt kommen wir zur Taktik, ja. ist eigentlich immer defensiv. Ja? Mhm. Deswegen zählt er nicht mit zum System. Aber wenn jetzt ein Spieler wie Neuer die Instruktion bekommt, dass er im Prinzip Libero spielt und ganz weit vorne steht, dann... Soll er ja machen, ja, wie weit vorne? Jetzt kommen wir zum tief in eigenen Hälfte. Also ja, von mir aus. Wie weit vorne? Jetzt kommen wir zum taktischen Verhalten. Ich kann, egal wie das System aussieht, doch offensiv oder defensiv spielen. Also die offensive Ausrichtung oder die defensive Ausrichtung zum Beispiel ist ein taktisches, ein Teil der Taktik. Hat mit dem System nichts zu tun. Ich kann also offensiv ausgerichtet aufstellen, aber mich taktisch total defensiv verhalten. Ich kann mich total defensiv aufstellen vom System her, aber zum Beispiel unglaublich offensiv vom taktischen Verhalten her den Gegner unter Druck setzen. Mhm. Beispiel, die Art und Weise mit gleichem System, ist ungefähr das Gleiche, die Art und Weise jetzt ohne Kritik, lassen wir mal wertfrei, wie System, Taktik in Verbindung, Darmstadt, Heim- und Auswärtsspiel bestreitet und nehmen wir den nächsten Aufsteiger, System und Taktik, gleiche Aufstellung, nicht 100% gleich, aber ähnliche Aufstellung, wie Ingolstadt stattfindet. Sind doch zwei taktisch ohne Bewertung, nicht besser, nicht schlechter, zwei taktisch grundsätzlich unterschiedliche Nummern. Ja, das sollte klar sein. Von daher, ohne die Differenzierung, ohne die klare Definition, was ist System und was ist Taktik, ist das eigentlich eine Erzählerei, die ins Blaue geht. Hast du das gehört, Erik Meier? Wie wichtig ist denn Taktik und wie wichtig ist System für einen Trainer? Beides ist sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig, weil egal wie gut das System ist, ohne richtige taktische Einstellung, die dazugehört, auf den Individuen bezogen oder gruppentaktisch auf die verschiedenen Teile der Mannschaft bezogen, nichts, aber auch gar nichts wirksam ist. Genau, was nützt mir die beste Taktik? Was heißt beste? Immer Relation. Die richtige Taktik auf den jeweiligen Gegner bezogen zum Beispiel, in Bezug auf die Fertigkeiten meiner Mannschaft, wenn ich da ein falsches System zuwähle. Ja? Wenn ich also zum Beispiel eine brutale Offensivtaktik ausgebe. Ja? Frühzeitiges Angreifen, offensives Verteidigen, Vorstecken. Hochstehende Außenverteidiger, die ja mit dem System zu tun haben. Ganz kurz, Vorchecking, Pressing, meint er, glaube ich. Ist das Gleiche. Ja, aber egal. Ich wollte nur übersetzt betonen. Klar, dann könnte jetzt noch ganz hochwissenschaftlich, Fußball hochwissenschaftlich werden, aber da verstehen ja selbst die Konzepttrainer nicht. Das ist offenbar so abhängig davon, Ernst Happel hat das übrigens mal eingeführt, vor langer, langer Zeit, da war der Fußball also schon genauso modern wie heute, wenn ich zum Beispiel das Ganze in Verbindung mit meinem Abwehrverhalten mit Abseitsfalle und Ähnliches sehe. Ein Kommando gebe zum Beispiel zum Pressen oder zum Vorchecken, nehmen wir es Pressen. Sobald der Gegner sich mit dem Rücken zu mir stellt, einen Rückpass spielt, gehe ich drauf. Zum Beispiel. Wenn ich das mache, ja, wenn ich das mache, meine Außenverteidiger hochstehen lasse innerhalb meines Systems, so spielen lasse, was sich ja sehr gut anhört, was von vielen Vereinen auch gut gemacht wird, aber ich stelle fest, dass meine beiden Innenverteidiger, beide vielleicht Weltklasse, aber im Verhältnis zu den gegnerischen Stürmern viel zu langsam sind,
dann mache ich also mit meinem taktischen Verhalten und mit meinem System einen riesengroßen Fehler. Ich biete dem Gegner, nämlich dadurch bedingt, Möglichkeiten in die Tiefe. Und wenn ich keine schnellen, außergewöhnlich schnellen Innenverteidiger habe, darf ich die Außenverteidiger nicht hochstehen lassen. Was allerdings auch wiederum mit System teilweise und taktischem Verhalten zu tun hat, wenn ich weiß, wer da vor der Abwehr als sogenannte Doppel-Sechs oder nur eine Sechs spielt. Das ist alles in Abhängigkeit zu bringen. Unglaublich wichtig für jeden Einzelnen. Ich nehme es einfach, ich habe es gefragt. Es war eine sehr ausführliche Antwort und eine sehr, also vielen Dank. Aber wir müssen uns ein bisschen schulen, wir haben noch so viele Fragen. Ja. Am besten, ich mache nur ja, nein. Nee, du darfst ruhig schon, ich finde das ja super. Wir haben leider nur begrenzte Zeit, ich könnte mir das stunden. Aber wie gesagt, wir haben so viele Fragen noch. Ich mache mal weiter mit Wolf im Wolfspelz. Der geht auch nochmal auf den Altersunterschied zwischen Spielern und früher und heute ein. Aber das Thema hatten wir schon in der ersten Halbzeit. Aber er stellt noch eine zweite Frage, die ich ganz interessant finde. Wie das bei Trainern aussieht, ob man mit dem Alter weiser und vor allen Dingen ruhiger wird. Wie ich an mir feststelle, ruhiger vielleicht nach außen hin. Weiser hoffe ich, da muss ich meine Frau fragen. Allerdings die Dinge, die einen begleitet haben, rein vom Temperament her und so weiter, bleiben eigentlich. Die Erfahrung spielt eine ganz große Rolle. Auch in der eigenen Außendarstellung zum Beispiel. Wenn ich den jungen Neururer sehe, wie er an der Linie hoch und runter gerast ist und gar nicht festgestellt hat, dass er draußen an der Linie überhaupt keinen Einfluss mehr hat, dann macht das der Neururer zum Beispiel nach dem Herzinfarkt nicht mehr. Weil ich weiß, das bringt nichts. Das ist für mich vielleicht befreiend, wenn ich die Linie hoch und runter laufe. Das ist vielleicht für diejenigen, die mit der Freikarte oben im Ehrengast bereit sitzen, ein Zeichen dafür, der lebt ja mit der Mannschaft. Ist das nicht toll, wie engagiert er ist? Muss man vielleicht kurz erzählen, 2012 hattest du einen Herzinfarkt, lagst sogar vier Tage im Koma. Bist aber wieder voll auf dem... Ja, glücklicherweise. Wieder voll muss man an der Stelle sagen, das weiß vielleicht auch nicht jeder. Ja. Auf jeden Fall, diese Aktion zum Beispiel, dieses Erlebnis, nicht gerade angenehm, hat mich dazu gebracht, in einigen Bereichen gelassener zu werden. Und mit einer gewissen Art von Gelassenheit, das hat aber nichts mit Engagement zu tun, behält man auch den Blick fürs Wesentliche. Wenn ich mich früher wahnsinnig darüber aufgeregt habe, wenn irgendwann mein Stürmer aus 3 Meter Entfernung, statt den Ball reinzumachen, der Ball über den Fuß gerutscht ist, also ein reiner technischer Fehler, und ich mich darüber aufgeregt hätte, so werde ich mich heute darüber zwar ärgern, dass es passiert, aber nicht mehr aufregen, weil da habe ich keinen Einfluss drauf. Gegen technische Dinge kann ich nichts machen. Ich kann was einwirken und kann was machen, wenn irgendwelche taktischen Dinge nicht befolgt werden. Aber gegen persönliche Fehler, kein Trainer dieser Welt ist imstande, persönliche Fehler irgendwo aufzuarbeiten, schon gar nicht im Spiel. Im Nachhinein ja. Darüber rege ich mich zum Beispiel nicht aus und das bringt mir vielleicht das ein oder andere Jahr der weiteren Arbeit ein, weil ich noch länger kann. Die Einsicht... Und jetzt kommen wir ja zu dem entscheidenden Punkt bei fast allen Vereinen, die in ganz, ganz großer Not sind. Es gibt großartige junge Nachwuchstrainer. Wir, das sage ich so, Christoph Daum, Peter Neururer, Helmut Schulte, waren mal irgendwann die Generation der jungen Wilden. Hörte sich toll an, dann waren wir auch nachher irgendwo mal jung und erfolgreich. Von mir aus auch dynamisch sind wir geblieben. Genau die gleichen gibt es heute auch. Ne? Gar keine Frage. Die werden dann eben Konzepttrainer genannt oder wie auch immer. Das ist allerdings für mich vom Begriff her absoluter Schwachsinn ist. Aber lass mal so stehen. Ja, schon gesagt, ja. Ja, lass uns mal so stehen. Aber wenn ein Verein in Extremsituationen ist, dass er unbedingt was erreichen soll. Nehmen wir ein kleines Beispiel, zweite Liga, jetzt zum Beispiel 1860 München. Nehmen wir im letzten Jahr zweite Liga FC St. Pauli oder davor VfL Bochum. Vereine in der größten Abstiegsnot. Was machen die? Die verpflichten in der größten Not, wenn sie was erreichen wollen, einen erfahrenen Mann. Weil der irgendwo schon mal irgendwann irgendwas gezeigt hat. Evalin, Hübstevens. Hübstevens, Evalin, Peter Neuer, scheißegal, wer denn ist. Großes Beispiel ist doch Hoffenheim. Der Trainerkollege, der ich kenne den Namen jetzt nicht unbedingt, das soll aber nicht respektierlich sein, wird im nächsten Jahr bereits... Nagelsmann. Nagelsmann? Ja, genau. Der wird im nächsten Jahr, weil erfolgreicher und toller Nachwuchstrainer, der zweifelsfrei sein muss, wird im nächsten Jahr Trainer bei Hoffenheim. Er kommt aus dem eigenen Verein. Er könnte rein sportrechtlich, nennen wir es mal so, aber auch jetzt schon Hoffenheim übernehmen. Jetzt war ja Bedarf. Aber er übernimmt nicht Hoffenheim jetzt. Er macht jetzt den Fußballlehrer, glaube ich. Finde ich ja gut so. Aber jetzt in der Extremsituation, die Klasse zu halten, da holt man Hübstevens. Richtigerweise. Weil da greift man nicht auf irgendjemanden zurück, von dem man gar nicht weiß, ob er es kann oder nicht kann. Ja? Mhm. Sondern man vertraut den Leuten, die in der Situation schon mal waren. In so einer Situation hast du ja keine Toleranz für Fehler oder Erfahrungen sammeln. Ganz genau. Die du da halt muss man die Erfahrung haben. Genau. Und ich habe irgendwann mal gesagt, Bundesliga ist nicht zum Üben. Bundesliga muss man können. Mhm. Man kann es natürlich auch lernen, das ist richtig. Was sagst du so zu Trainern, die, du hast ja dein Trainerhandwerk wirklich, sag ich mal,
auch unterklassig dir angeeignet und musstest dich von unten hocharbeiten als Trainer. Es gibt ja auch viele verdiente Bundesliga- oder Nationalspieler, die dann direkt oben einsteigen. Jetzt zuletzt Effenberg immerhin, zweite Liga Paderborn, aber auch der war ja immer wieder bei Spitzenclubs im Gespräch, ohne jemals was Markus Babbel was vorgewiesen zu haben. Wie siehst du das? Hat jemand nur, weil er quasi als Fußballer Spitze war, auch direkt das Recht, oben einzusteigen? Ja, von Recht wollen wir da nicht reden. Derjenige, der als Fußballer Spitze war, der hat mit Sicherheit einen ganz großen Vorteil. Er hat einen besseren Einstieg. Ob es der richtige Einstieg ist und letztendlich auch auf gewisse Qualitäten zurückführt, das wage ich zu bezweifeln. Denn der Job als Fußballspieler ist mit dem, natürlich, man kann alles miteinander vergleichen, aber was dabei rauskommt, ist eine Frage, mit dem des Fußballtrainers überhaupt nicht vergleichbar. Zwei grundsätzlich grundverschiedene Sportarten. Auf der einen Seite zu sein, egal wie großartig, oder auf der anderen Seite zu arbeiten. Es gibt Beispiele, dass es geklappt hat. Aber diese Beispiele, nehmen wir Markus Babbel zum Beispiel, hat auch gelernt. Der Markus Babbel ist nicht sofort Cheftrainer geworden in der ersten oder zweiten Bundesliga. Der war als Co-Trainer da und hat einen anderen Trainer begleitet, ist dann Cheftrainer geworden. Normaler Weg, wenn du da erfahrener Profi bist als Spieler, ist es immer ein Vorteil. Mhm. Das Beste in der Gesamtentwicklung ist natürlich, wenn du durch alle Bereiche gehst. Aber wer hat denn heutzutage noch so viel Zeit? Ich habe das große Glück gehabt, ich habe bereits mit 21 die erste Jugendmannschaft trainiert. Das ging sukzessive immer so weiter, bis ich dann Spielertrainer war mit 27 aufgrund einer schweren Sportverletzung im Amateurbereich, dann den nächsten Verein im Amateurbereich, dann als Co-Trainer und als Amateurtrainer bei Rot-Weiß Essen angefangen, protegiert durch Horst Rubisch. Ohne Horst Rubisch wäre ich heute noch Lehrer und hätte meine Tennisschule, würde irgendwo im Amateur-Oberliga-Bereich trainieren. Aber das ist ein Weg, der ein anderer ist. Es muss nicht der einzige wahre und der einzige richtige sein, aber es ist ein anderer Weg, der mit Sicherheit aber eine gewisse Art von Erfahrung schätzen im frühzeitigen Zeitpunkt schon dafür sorgt, dass man einigen Dingen voraus ist, nämlich der Sache, dass ich als Trainer und als Spieler zweierlei Karrieren vor mir habe. Mhm. Eine Frage aus dem Reddit muss ich noch stellen, weil die mich auch persönlich brennend interessiert. Wo gibt es die beste Stadionwurst? Also die objektiv beste? Muss man differenzieren. Also Wattenscheid 09 hat eine überragende Currywurst, die vielleicht vergleichbar ist mit der beim MSV Duisburg. Da gibt es aber Pommes Rot-Weinloch dazu. Ja? Früher gab es, darf man Reklame gar nicht machen, ja, dann gibt es ja nur eins, das gibt den Ruhrpott-Griller und nichts anderes. Kannst ruhig Reklame machen. Darf man machen. Also Ruhrpott-Griller, den werden wir gucken, in den nächsten Jahren in der Bundesliga zu integrieren. Ansonsten machen wir Sternfeld-Würstchen früher auf Schalke. Es gibt noch, pass auf, ich mache jetzt eine Überleitung. Neben der Würstchenbude steht immer der Bierstand. Wenn man zu viel Bier trinkt, dann wird man blau. Farbe blau. Das ist die Überleitung. Das ist die Überleitung. Tada! Aber mal gut. Farbe blau. Es gibt eine lustige Episode, die musst du uns nochmal erzählen. Du bist irgendwann mal mit einem Blaulicht auf dem Autodach durch die Gegend gebrettert, weil du irgendwie zu spät kamst, oder was? Nein. Was ist da passiert? Also das wäre ein Schwachsinn rein vom Didaktischen her von mir. Machst du kein Blaulicht irgendwo drauf, weil ich zu spät gekommen bin, sondern ich mache doch höchst ein Blaulicht oben auf meinen Wagen, um nicht zu spät zu kommen. Ja. Das war der Fall. Ganz anders. Wir spielen mit dem VfL Bochum gegen Standard Lüttich an einem Abend, wochentags im Europapokal. Sind äußerst unglücklich ausgeschieden. Ich bin übrigens der Trainer, der im Europapokal im internationalen Bereich ungeschlagen bin. Oh. Ich habe auch noch kein Spiel gewonnen. Ich habe zwei Spiele gemacht und beide waren wir leider unentschieden und sind ausgeschieden. Immerhin. Und ich habe von einer Polizei, mir befreundeten Polizei, ein Blaulicht erhalten. Blaulicht erhalten deshalb, weil ich aus dem Ruhrpott kommend von Gelsenkirchen-Buhr nach Bochum fahrend, des Öfteren mal mit einem Stau konfrontiert wurde. Und zum damaligen Zeitpunkt, als ich dieses Blaulicht bekommen habe, liefen so ein paar Geisteskranke rum in einer Fanszene, die ich jetzt nicht unbedingt beschreiben möchte. Die haben Morddrohungen ausgesprochen. Von daher, Blaulicht war okay. Und darüber hinaus noch andere Sachen, spielt jetzt aber auch keine Rolle. Und richtig, ich fahre los zum Training am nächsten Tag nach diesem frustrierenden Erlebnis Europapokal. Und der Hals war dick, der Hals wurde immer noch dicker, als ich plötzlich da gesehen habe. Ich komme zu spät zum Training, muss also pro Minute, die ich zu spät komme, auch noch 10 Euro bezahlen. Da dachte ich mir, scheiß was drauf, ich mache oben ein Blaulicht drauf. Und wunderbar, wie geschah mir dann so wunderbar.
Die Straße öffnete sich, ich konnte durchfahren. Der Stau war da, die Polizisten, die am Rand standen, haben noch freundlich gewunken. Die haben wahrscheinlich geglaubt, dass ich von der SEK war. War ich natürlich nicht. Und irgendwo, ich habe es auch nur vergessen. Was war das für ein Auto, rein. Musst du dazu sagen? Hier kannst du ruhig sagen. War mein Porsche Cayenne drin. Ja, und, von der Polizei! Ja. Porsche Cayenne! Ja, der war geliehen. Polizeisportwagen. Der war geliehen. Ist egal. Und dann fuhr irgendein Hammerwerfer immer weiter, immer ein Stückchen näher an mich hinten ran. Und ich habe da Blaulicht immer nur drauf gelassen. Als er mich dann registriert hat, dachte er auch, oh Moment mal eben, das ist nicht Neuro, das ist Polizei. Abstand. Wunderbar, ich konnte also durchfahren und wäre pünktlich zum Training gekommen. Habe also dieses Blaulicht schon total vergessen und fahre auf eine Ampel kurz vorm Ruhrstadion zu. An dieser Ampel stehen, schätze ich mal, 30 Autos. Die sehen mich von hinten kommen mit meinem Blaulicht. Ampel war rot und sie machten natürlich Platz, sehr freundlich von denen, dass sie Platz gemacht haben. Und dachte mir, ja gut, wenn das immer so ist, dann fährst du mal durch. Bin also über die rote Ampel gefahren, haben aber leider übersehen, dass rechts an der Ampel Polizei stand. Die dann hinter mir hergefahren ist und ich auf dem Parkplatz von VfL Bochum, auf meinen festen Parkplatz, meinen Wagen hingestellt, eine Glasfensterscheibe, 500 Meter hoch, das Stadioncenter vom VfL Bochum, wie ein großer Spiegel. Signalisierte mir, oh Moment mal eben, oben auf deinem Dach, ich gucke in meinen Rückspiegel, gucke nach vorne, da ist das Blaulicht, das geht immer noch. Und in meinem Rückspiegel sehe ich hinter mir die Polizei. Na, herzlichen Glückwunsch. Tatsache war die, dass ich Strafe bezahlt habe. Was zahlt man da? Dass ich 20 Euro waren es damals. Billiger als zu spät zu kommen zum Training. Ich sage ganz Blaulicht. Ganz genau. Das war eine gute Nummer, klar. Nur ich konnte danach das Blaulicht nie wieder gebrauchen, weil das nicht so rumgesprochen hat. Ich habe es dann verschenkt. Ich habe es auch nicht mehr gebraucht. Ich fahre jetzt so pünktlich. Die haben dir das nicht abgenommen. Nein. Grandiose Geschichte. Ja. Wir wollen noch mal ganz zum Ende der Sendung. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir haben als Tradition bei uns bei Bundesliga, tippen wir immer den nächsten Bundesligaspieltag. Du kannst ja schon mal aufrufen bei Kickte, weil ich kenne jetzt natürlich die Partien nicht auswendig. Das ist übrigens die aktuelle Tabelle, so wie sie sich momentan natürlich noch nicht so schrecklich aussagekräftig. Du hast, haben wir vorhin drüber gesprochen. Wen tippst du jetzt einfach mal so? Du bist natürlich kein Prophet, aber so, wenn du tippst, wer steigt ab? Nee, würde ich grundsätzlich nicht sagen. Nee? Nein. Wer absteigt, lassen wir mal außen vor. Es sind einige Mannschaften, denen es ganz, ganz schlecht geht, wie Augsburg zum Beispiel, die am Ende mit europäischem Wettbewerb versehen. Das ist doch nicht die richtige Tabelle. Augsburg ist doch nicht auf Platz 9. Ja, die sind an letzter Stelle leider im Augenblick. Die haben sehr, sehr schwer, da unten rauszukommen und mit Sicherheit das Potenzial, wenn sie die Situation schnell einschätzen. Im letzten Jahr Europapokal und jetzt gegen den Abstieg, das ist brutal hart. Ich weiß, wovon ich rede, ist mir mit Bochum auch mal passiert. Ähnliche Strukturen, ähnliche Verhältnisse, das kann schon vorkommen. Ich glaube persönlich, dass Darmstadt natürlich nur das eine Ziel hat, die Liga zu halten. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Dirk Schuster, der ja in den letzten Jahren, nicht nur in diesem Jahr, sondern in den letzten Jahren bei Darmstadt überragende Leistungen als Trainer abgeliefert hat und diesen Verein toll darstellt, wenn sie die Liga erhalten würden. Aber der Dirk weiß auch, das wird verdammt schwer, das ist vollkommen klar. Im Augenblick sieht es doch gut aus. Dann gibt es immer die wieder genannten, gut, Hoffenheim, die im letzten Jahr schon nicht so großartig waren. Dann gibt es einen Verein, darf ich ja nicht sagen, der ewig mit da unten rumhängt, obwohl er andere Ansprüche haben muss. Sag ruhig. Der aber zweimal hintereinander Relegation war. Ja. HSV. Der HSV, der sollte jetzt mit Bruno den nächsten Schritt machen, sich endlich mal frühzeitig etablieren. Aber skeptisch, ne? Bist du, sag mal, also wie siehst du die Situation? Ich hoffe es für den HSV, weil der HSV gehört in die Bundesliga. Aber nicht hoffen, sondern sportlich kompetent. Sportlich kompetent ist derjenige, der im Augenblick beim HSV arbeitet. Ich meine, deine Einschätzung ist ja sportlich kompetent zum HSV. Also wie siehst du die Gruppe? Ich habe die Einschätzung zum HSV, dass in den letzten Jahren leider viele Fehler gleichzeitig und immer ich jetzt gemacht nicht äußern, wurde. Du wirst vielleicht noch gebraucht beim HSV dieses Jahr. Hoffe ich für Bruno nicht. Aber nur ganz mit wenigen Worten, weil wir auch immer viel über HSV und Eintracht reden. Glaubst du, dass der HSV mit dem Abstieg zu tun haben wird bis zum Ende der Saison? Sie werden bis zum Ende der Saison in der gefährlichen Zone sich bewegen. Okay, und jetzt schnell die Tipps. Hör auf jetzt. Jetzt machen wir die Tipps. Was denn? Das war die erste Frage. Wir haben noch 3 Minuten. So, okay, ganz schnell. Wir machen Speed-Tipping. Es geht reihum. Wir fangen an bei dir. 1-0-2 oder Ergebnis? Ergebnisse, ich sag das Spiel, du sagst das Ergebnis und dann geht's hier so reihum. Wir fangen an. Freitag HSV gegen Borussia Dortmund. 1-3. 0-2. Wir hatten so rum. HSV 0-2. Ich wollte auch 1-3 sagen, aber wir sind uns einig, 2 Tore Abstand. SFC Köln, FSV Mainz 0-5. 1-0. 2-1. Ich sag 1-1. Ja, ich bin auch hin und her gerissen. Beide sind ganz gut drauf. Ich sage auch 1-1. Frankfurt gegen Leverkusen. 1-2. 0-2.
Ich sag auch 1-2 Leverkusen. 3-2. Musst du sagen. Wolfsburg gegen Bremen. 2-1. 0-2. 3-1. 3-0. Stuttgart gegen Augsburg. 1-1. 1-2. 3-2. 0-0. Das glaube ich nicht. Gladbach gegen Hannover. 1-1. 3-0. Es geht so schnell. Ich sag 3-1. Schalke gegen... Hallo, darf ich auch noch was sagen? Achso, sorry. 3-0. Okay. Schalke gegen Bayern. 0-1. Mit ein bisschen Emotionen. Tut mir in der Seele weh, aber... Emotionen, ja. 0-4. Das macht Sinn. Das macht keinen Sinn. Okay, ich sag, viele Bayern kommen aus dem Länderspiel zurück. 1-3. 1-4. Gut, dann Hertha gegen Hoffenheim. 1-0. 0-0. 1-1. 0-1. Der Hüb-Effekt. Ingolstadt gegen Darmstadt, Duell der Aufsteiger. 1-0. Gehe ich mit, 1-0. Hätte ich auch gesagt, sag ich auch. Sag ich auch. Echt? Alle 1-0? Zum ersten Mal Einigkeit? Wir sind einig. Ne? Wahnsinn. Das ist okay. Doch ein schönes Schlusswort, dass wir in Einigkeit diese Sendung beenden können, oder? Das finde ich super. Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht. Nee. Was sagt die Uhr? Abpfiff ist in wenigen Sekunden, ja? Ja, in diesem Sinne bleibt uns nur noch mal uns zu bedanken bei dir, Peter, dass du da warst. Gerne. Wir könnten noch Stunden, Millionen weiterreden über so viele Sachen, aber die Zeit ist begrenzt. Schön, dass du da warst. Du kannst gerne mal wiederkommen, wenn du Lust hast. Wenn uns irgendein Wortspiel einfällt, dann können wir eine ganze Sendung darauf aufbauen. Das machen wir immer so, wenn wir coole Gäste haben, dann entwickeln wir ein Wortspiel, wie eine Sendung heißen könnte. Pädagogik. Pädagogik, Fußballpädagogik. Ja. Bang! Die neue Sendung mit dir. Also, schön, dass du da warst. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Tobi. Danke. Heute war es ein bisschen stiller. Bleib ruhig noch kurz sitzen. Und vielen Dank fürs Einschalten. Jetzt gibt's Pokémon. Wie perfekt passt das denn? Fantastisch. Vielen Dank, macht's gut. Jo. Schönen Abend. Und Ralle Gunesch gibt's heute Abend, weil wir müssen reden. Stimmt, übrigens. Ralf ist da. Muss man sagen. Super gut. Tschüss. Tschüss. Ich habe nur eine Frage, warum provoziert ihr mich mit